Bei Einlieferung von Unfallpatientin Nadja informierte Dr. Becker sofort deren Schwester Leonie. Doch die 29-Jährige ist überzeugt, dass eine Verwechslung vorliegen muss. Entschuldigung, hallo. Genau, Leonie Partmann, ich bin die Schwester. Becker, guten Tag, Frau Partmann. Ja, Ihre Schwester muss ganz dringend operiert werden. Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen perplex. Also ich wundere mich überhaupt, dass sie hier in Deutschland ist. Das ist alles etwas komisch. Also ich sagte jetzt hier eingangs schon zu der Kollegin, meine Schwester hält sich in Spanien auf. Also sie hat das Portemonnaie. Sie haben ja die Ausweispapiere gerade gesehen. Richtig, oder? Aber das kann ja auch sein, dass jemand das Portemonnaie gestohlen hat oder sowas. Also das ist möglich, ja. Generell, was ist denn überhaupt passiert, wenn ich mal fragen darf? Ein ziemlich übler Verkehrsunfall, aber kommen Sie doch bitte mit. Ja, gerne, klar. Das ist die Dame. Ja, das ist Nadja. Das ist auf jeden Fall Nadja. Das ist meine Schwester. Ganz sicher. Ich glaube Ihnen. Ja, jetzt erzählen Sie bitte noch, was ist denn passiert? Wie geht's Ihnen? Also, sie hat eine Trümmerfraktur des Unterschenkels erlitten und relativ viel Blut verloren. Aber ich werde jetzt mit Ihrer Schwester reden, dass sie bitte sich mit Ihnen noch mal kurz unterhält, weil sie muss jetzt in wenigen Minuten in den OP. Oh Gott, ja. So, Frau Partmann, gleich geht's los. Mhm. Ihre Schwester ist da und würde gern noch mal kurz vor der Narkose mit Ihnen reden. Ich habe keine Schwester. Das kann nicht sein. Aber wir haben doch die Unterlagen in Ihrem Portemonnaie gefunden. Meine Schwester ist das nicht. Ich kenne die nicht. Okay. Ich will diese Frau nicht sehen. Ein Gedächtnisverlust kann natürlich beim Schädel-Hirntrauma passieren. Am bekanntesten ist eigentlich die Commotio, also die Gehirnerschütterung. Die hinterlässt auch in der Bildgebung keine sichtbaren Spuren, aber eine Erinnerungslücke. Seltsamerweise gab es bei Nadja aber nur eine Teilerinnerungslücke. Sie hat ihre Schwester nicht erkannt. Der Rest des Unfalls war ihr durchaus geläufig. Frau Partmann, es tut mir leid. Ich glaube Ihnen, aber sie sagt, sie möchte sie nicht sehen und sie kennt sie auch nicht. Also, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Also, ich bin gerade echt perplex. Also, ich denke eigentlich, sie lebt in Mallorca, auf Mallorca. Und jetzt liegt sie hier in Köln im Krankenhaus. Sie ist schon prämediziert. Sie muss jetzt in wenigen Minuten in den OP. Vielleicht ist es durch das Medikament zu erklären, dass sie jetzt einfach ein bisschen durch den Wind ist. Ja. Ja. Ist es denn sehr ernst? Also es ist ein ziemlich böser Bruch. Das wird eine längere OP-Dauer. Was mir mehr Sorgen macht, ist jetzt unter der Annahme, dass es wirklich ihre Schwester ist. Ganz sicher ist das meine Schwester. Sie, jetzt, also sie hat sehr viel Blut verloren, deswegen auch vorhin die Bestellung. Ich denke, richtig, dass auch eine, sie hat die Null negativ. Das ist eine ganz seltene Blutgruppe, soweit ich weiß. Das weiß ich, weil sie damals einen Reitunfall hatte. Also können Sie, ich schwöre, unheilig, ich bin Ihre Schwester. Also ich verstehe das. Gut. Alles nicht, dass sie mich auch nicht sehen möchte. Also ich hatte auch gehofft, dass ihr unterstützt, wenn sie noch mal mit ihr sprechen. Ich habe mich da erstmal ganz zurückgehalten. Natürlich habe ich Leonie geglaubt. Außerdem gab es keinerlei Grund, dass dieses Portemonnaie ohne seine Besitzerin von Mallorca nach Köln gereist war. Offensichtlich hatte er Nadja was zu verbergen, aber die war halt nun wirklich schwer verunfallt, musste in kürzester Zeit operiert werden und die kleinen Familiengeheimnisse haben dann einfach hinten anzustehen. Trotzdem fragt sich Leonie, warum Patientin Nadja verschwieg, dass sie zurück in Deutschland ist. Bis die 26-Jährige vor 18 Monaten mit Freund Pablo eine Strandbar auf Mallorca eröffnete, vertrauten sich die Schwestern alles an. Doch offenbar gibt es inzwischen eine Kluft. Um mich mal auszuweisen, dass Sie auch wirklich sehen, das ist meine Schwester. Ich habe Ihnen ohnehin geglaubt. Wir machen bitte eine Kopie. Aber ja, ich habe wirklich schlechte Nachrichten. Oh. Ihre Schwester wird gerade operiert, aber sie hat ganz explizit im Einleitungsraum noch mal gesagt, sie will sie nicht sehen. Was? Und sie seien nicht ihre Schwester. Warum sie das tut, ich habe keine Ahnung. Also, ist ja alles so, also wir können sie erst wirklich zu ihr lassen, wenn sie ihre Meinung geändert hat. Das verstehe ich auch. Also das ist aber äußerst seltsam. Also ich habe jetzt auch versucht, den Lebensgefährten zu erreichen. Der ist nicht erreichbar. Also wie gesagt, das war heute Morgen alles
ganz anders. Schauen Sie bitte mal selbst. Das sind die Fotos, die jetzt ganz aktuell heute Morgen von ihr gepostet worden sind. Merkwürdig. Da sieht sie eindeutig, da sieht man, ne? Sie ist auf Mallorca. Ja, ja. Die Frau Leonie Partmann hatte uns irgendwann Fotos gezeigt und auch ihren Personalausweis. Das heißt, es gab auf jeden Fall einen Zusammenhang zu unserer Patientin. Aber die Patientin hatte sich ja mit Händen und Füßen gewehrt. Und immer mehr erhärtete sich bei mir der Verdacht, dass die beiden da irgendwas im Argen haben und sich auf jeden Fall kannten. Das stimmt ja. Wir warten, bis da wirklich erstmal die OP ab. Wenn die OP fertig ist, dann besinnt sich ihre Schwester vielleicht und redet doch mal. Am folgenden Morgen ist nicht nur Dr. Becker gespannt, ob die frisch operierte Auswanderin Nadja inzwischen ihre Schwester Leonie wiedererkennen wird. Hallo, Frau Bartmann. Wie fühlen Sie sich? Schon besser, danke. Packen Sie doch mal bitte mit den Zehen. Sehr gut. Also die OP hat sehr lange gedauert, ist aber gut gelaufen. Blutverlust gibt es keinen mehr. Die Arterie wurde vernäht. Die Operation war gut verlaufen, der Frau Partmann ging es gut. Jetzt mussten natürlich einige Fragen beantwortet werden. Und die Antworten dazu von Frau Partmann, die haben uns wirklich beeindruckt. Dann ist mir noch aufgefallen, dass wir auch im Kontroll-CT keinerlei Befund hatten. Kontroll-CT vom Kopf. Auch die Neurologen sind der Ansicht, dass da keinerlei Defizite sind. Dabei hatten Sie anfangs doch wirklich schwere Symptome. Sie haben Ihre Schwester nicht erkannt, Sie haben nicht adäquat geantwortet. Aber das war keine Kontusio, das war noch nicht mal eine klitzekleine Gehirnerschütterung. Das war wirklich nur eine Platzwunde. Ja, ich habe gelogen. Sie haben gelogen? Ja, also ich habe meine Schwester erkannt. Mhm. Okay. Ich glaube, das sollten Sie Ihrer Schwester dann auch mal erklären, weil die macht sich wirklich Sorgen. Die steht nämlich noch vor der Tür. Wir haben sie jetzt am Anfang extra draußen gelassen. Soll ich sie mal reinholen? Ja, das wäre nett. Ja? Okay. Dankeschön. Ich war extrem neugierig, was es jetzt für eine Erklärung für Nadjas seltsames Verhalten in Lebensgefahr gab. Normalerweise spüren Patienten, wenn es bedrohlich wird. Bei Nadja war das anders. Sie hat dann es immer noch geschafft, die Leute, also auch uns, nicht nur ihre Schwester, direkt anzulügen. Da musste schon eine deutliche Motivation hinterstecken. Bitte, Frau Partmann. Ja. Gott sei Dank, hör mal. Gehen Sie mal ganz nah ran. Ihre Schwester hat einiges zu erzählen. Ganz ehrlich, wo ist denn Pablo? Und warum bist du hier und nicht auf Mallorca? Ja, ich weiß jetzt irgendwie gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist irgendwie... In den letzten Wochen ist so viel passiert, dass... Ich wusste einfach nicht, mir war das alles so unangenehm. Pablo und ich haben ja diese Bar gehabt und... Ja. Der hat einfach die 10.000 Euro genommen und hat eine neue und ist jetzt irgendwie... Was? Ja. Aber was für ein Arsch. Ach Mann, du Arme. Nadi, hör mal, und was machst du hier für einen Zirkus? Warum tust du so... Dass du mich nicht kennst? Ja, mir war das irgendwie so unangenehm. Ich wollte auch nicht, mir war das auch peinlich vor Mama und Papa und auch vor dir. Und ich dachte, ich behalte das einfach bei. Ich wollte halt neue Fotos posten vom Strand, damit es so aussieht, als ob ich in Mallorca bin und ein schönes Leben führe. Und dann bin ich über die Straße gegangen und dann kam eben ein Auto. Ja, das hättest du ja auch jetzt nicht ewig so weiterlaufen lassen können. Hör mal, du weißt doch, wir lieben dich. Ich liebe dich. Du kannst mir immer vertrauen. Du bist meine kleine Schwester. Ich bin immer für dich da, egal was du für einen Mist baust. Und ja, das war's jetzt nicht mal du. Das war jetzt hier dieser blöde Pablo. Keine Ahnung, ich hab's mir gleich gedacht. Ja, ich weiß, ihr hattet ja auch recht. Und die letzten Wochen habe ich bei einer Freundin auf der Couch geschlafen. Und ich wusste, dass das keine Lösung ist auf Dauer, aber... Ich wusste halt einfach nicht, ich wollte das irgendwie nicht sagen. Ich habe mich so geschämt. Ja, wenn man auswandert und versucht, seine Träume zu verwirklichen und fällt mal so richtig auf die Schnut, ja, dann fällt es natürlich schwer, Freunden, Bekannten und Verwandten die Wahrheit zu erzählen, den meisten. Also mir würde es schwerfallen. Gerade wenn dann der Partner plötzlich mit dem Ersparten, das man eigentlich für die Selbstständigkeit haben wollte, einfach abhaut. Und ich kann gut nachvollziehen, dass die Frau Bartmann dann erstmal so ein bisschen die Distanz gesucht hatte, um wahrscheinlich erstmal die richtigen Worte zu finden. Und ich glaube, die Nadja, die kann sich auch auf ihre Schwester wirklich verlassen. Also sie hat ihr das nicht nur angeboten, man hat es auch gemerkt. Also da steckt sehr, sehr viel Herz hinter. Und ich glaube, für die Zukunft werden die beiden auch noch mal ehrlicher zueinander sein. Und weißt du was, du kannst bei mir wohnen. Du brauchst nicht bei irgendeiner Freundin oder sonst wo auf der Couch zu pennen. Na, das fügt sich doch alles gut, aber ganz so schnell geht's nicht. Also die Wundheilung muss erstmal abgeschlossen sein. Ich würde mal sagen, der Umzug so circa 4 Wochen, wenn es super spitzenmäßig läuft, 3.
Okay. Ja? Dann in 3 oder 4 Wochen. Ja. Also dann lasse ich Sie jetzt mal alleine und dann können Sie noch mal alle Familiengeheimnisse aufarbeiten. Vielen lieben Dank. Vielleicht rufen Sie auch mal die Eltern an. Ja, das machen wir in Ruhe. Ne? Gut, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ne? Auf jeden Fall. Ja, danke schön. Nadjas Beinbruch halte gut. Und da sich die gelernte Floristin noch aus dem Krankenbett bewarb, fand sie nach Klinikaufenthalt und Reha schnell einen neuen Job. Leonie nahm ihre Schwester gerne bei sich auf und unterstützt sie bei der Klage gegen deren betrügerischen Ex.